kommen echt von überall, ne? Die Blitze sind geil, wenn die explodieren. Das Feuer, das wird die Viecher richtig weg. Guck mal jetzt. Boom. Richtig gut. Das war ein einzelner Gang. Kaboom. Was hast du gesagt? Das war ein einzelner Gang, ja. Das war fluch groß, ja. Wo müssen wir ihn jetzt hin? Das frage ich mich auch. Das ist ein Ernter. Ja. Boom. Boah, wie groß das ist, ne? Boom. Damit jetzt gleich. Also hier sind wir quasi in der Sackgasse. Ui! Boah, alles klar. Ja, doch. Wenn der Baba Spalten macht, dann explodieren die, wenn die drauf gehen. Macht dann auch nochmal zu. Mussten wir denn nochmal hin? Ich guck mal auf die Karte, wo wir noch nicht waren. Ja, hier wollen wir jetzt rumlaufen. Genau, ja. Ja. Dann gehen wir mal hier hoch. Du bist hier oben? Ja. Ah, hier. Hier ist so ein Schatzviech. Gott, töte es. Es ist immun gegen Blenden. Ich geh kaputt. Ich kann es immer wieder ranziehen, wenn es zu weit wegläuft. Scheiß aus dem Viechkloppen, ey. Erkundungsstiefel, the fuck? Ich hab dicken Zweihänder gefunden. Dicken Zweihänder? Achso. Ich hab ja. Schuhe mit zwei. So, zwei Händler des Blutegels, hier. Einen dicken Zweihänder. Jeder Treffer fügt zwei Dings hinzu. Da, zwei Händler des Blutegels. Guck mal die Schuhe, ob die brauchst. Also, ich kenn auch noch einen dicken Zweihänder. Ja. Jawohl, plus 3 Intelligenz. Alle ignorieren mich. Ja, ich hab doch auch so gesagt, was soll ich noch sagen? War lustig, ja, war lustig, lach. So. Ja, hat Penis gesagt. Da. Ja, lustig. Skelett. Boom. Jetzt mach ich hier auch mal Rage-Modus. Oh mein Gott. Skelette. Mal und tippst du mal auf, wenn du block. Muss von hinten kommen. Stimmt. Der ist aber richtig flach. Ein Kurzstab. Ohne Mist, ich hab da nicht so groß in Erinnerung. Hilfe! Ja, so groß war das auch nicht, also. Mir ist schnell. Also, wir müssen machen. Oh, sind die viele. Hier, den fetten. Na, der soll mir die auf den Sack gehen. Oh, der macht nicht so viel. Wie machst du hier? Holy Diver. Shit, ey. Doch, 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 der macht schon. Ah, jetzt noch ein Krank, ne? Ah, geht drauf. Oh mein. Niemand hält mich zurück. Massaker, 11 Monster getötet. Umslap. Was du denn? Kobolden. Noch gefallen. Das ist ein kleines Viecher, ne? Ja, die. Wenn du da 5 Bätze die, durch die Gegend schmeißt, dann. Das ist einfach. Nö. Ja, haben wir gerade gemacht. Ja, jetzt sind wir so gesehen durch. Wo war das Ende gewesen, wo wir hin mussten? Ja, weiter. Ja, da geht's noch weiter. Sind wir überhaupt richtig? Ja. Ich hab keine Ahnung. Nach den königlichen Krypten. Das kann doch sein. Ja, der Blinker. Jo. Naja, dann haben wir wenigstens alles erforscht, bevor wir hinkommen. Hast du den da runtergepfeffert? Ja. Oh, jetzt bin ich da reingegangen. Scheiße. Ich auch. Na, ist egal. Einfach weiter. Grün Erfolg, gründliche Erkundung. Ich hab den Wegpunkt. Ich auch. Ja, den Erfolg hab ich auch bekommen. Wir haben alles erforscht.
Hey, wollten explodieren lassen. Deine Zeit wird kommen. Leorix Schwert. Komm, eine kleine Zwischensequenz, können wir uns einmal anschauen. Diese Bürde muss ich allein tragen. Den müssen wir kaputt loppen. Den da, ne? Hier gar nichts. Warum wir gar nicht? Aber hier nicht. Selbst wenn ihr es nicht tut. Und was? Super. Ja. Und er kippt um. Das ist der Tor. Er Tor. Ist ganz, ganz böse. Alter, ich will so ein Viech wie Duriel. Da ist er. Soll ich ihn direkt einfrieren? Der kommt noch nicht. Das ist erstmal die Säulen. Jetzt kommen ganz, ganz viele Skelette. Die Säulen kaputt ploppen. Ja, das spawnt immer Skelette raus. Nicht gerade wenige. Warte, ich mach mal ein bisschen Platz. Sauber. Jetzt geht's aber auch rund, ey. Was denn? Ey, ich hab ja kein Ende. Sauber. Gold eben aufheben. Sind wir gleich beim Skelettkönig, ist nicht mehr lange. Oh, scheiße, Leute. Was wolltest du machen? Willst du Robert schaden? Ich kann das. Weil es wieder angeht mit seinen blöden Rumschlägen. Ja, ja, ich kann das. Was soll ich hinterher kann, bestimmt teleportieren. Okay. Da, Schreibpult. Achso, da geht's weiter. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Mann, alles vergisst ihr hier. Hier geht's weiter. Bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Mann, und die sterben so Schaden, ne? Hier ist so ein Schrein. Jo, nimm mir mit. Dann zum Boss. Was ist hier los? Schrein? Ne, den. Achso. Ne, hast du nicht. Du bist so weit weg gewesen. Jo. Hier, Schweinepriester. Da musst du bei uns bleiben. Ab zum Skelettkönig treten. Wir nehmen mal ordentlich in den Arsch, ey. Annehmen. Gucken, wie schnell wir den legen können. Ich spring jetzt nicht direkt rein, ich hau erst mit der Quelle durch. Was geht? Warum kommt der immer noch nicht? Weil der Pussy ist. Ja. Der lässt sich gern bitten. Wir müssen erst hier durch die Tür. Natürlich müssen wir jetzt erstmal tausende von Skeletten weglassen, ne? Ich bin gesegnet. Oh, der teilt ordentlich aus, pass auf. Ja, von dem würde ich weggehen, also. Ist das der letzte Boss für den Akt, ja, ne? Denke ich. Ich bin mir nie sicher, ob das der letzte, das ist der ganze Akt ist. Ich glaube aber doch. Ja, es geht ja auch noch. Skelett. Oh mein Gott, der war dagegen. Ja, oh lol, ist das ist ja mal Schaden, ey. Denk mal, ein guter Heiltränker. Oh, da haut der ab, wo ich schlagen will. Er stört die Viecher für Healing Pots. Oh shit, da hab ich trotzdem getroffen. Ein bisschen weggelaufen.
Das ist so lächerlich, wenn man reinstecken kann. Ja, ja. Wow. Betäuben kann man immer nicht. Was? Meine Güte. Alter. Mein Gott, so scheiß ausgetabelt. Da steckt ganz schön viel weg, ne? Das ist voll lächerlich. Was denn? Ja, weil den einbringen kann. Aber betäuben kannst du ihn nicht, ne? Nee. Mein Gott, der freut sich aber. Immer am Lachen. Der hat Spaß in der Birne. Mann, ich komm schon auf den Offen, das ist sehr geil. Immer wieder, ich hab schon über die Hälfte geschafft. Wir gehen die anderen kleinen Viecher auf. Ja, die gehen wir wieder Ceiling Force. Guck mal, was der Job, der macht hier nichts für mich. Ah, verdammt. Nur für dich wird es jetzt gedroppt. Letztes Mal habe ich eine epische Axt bekommen. In der Beta. War cool. Komm, geht drauf. Ja, nee. Komm hier. Nimm es hier! Ah, nix. Aber. Oh. Das Ende des Königs. Goldene Lederhand. Ich hab einen Kurzstab für dich. Episch. Soll ich mal hin? Na ja. Den musst du identifizieren. Ja? Seltener. Ich brauche Handschuhe, die man identifizieren muss. Wenn ich den identifiziere, kann ich den immer noch geben? Mein ja. Weiß nicht. Ja, der ist definitiv. Wie kann man den identifizieren? Rechtsklick drauf machen. Ach so. Ey, wir können hier in die verlassene Kammer gehen. Das konnte man in der Beta noch nicht. Nee. Huhu, endlich mal was. Wollen wir mal tun, ne? Aber ich hab nichts Tolles. Da. Handschuhe, die das geht Intelligenz ja erhöhen, das ist schon mal sehr Sprech gut. Sprech mit den Fremden in der guck mal. Wow, jetzt mal ruhig. Das will ich alles mitkriegen. Nicht schön, aber selten. Und Bannermuster. Wartet auf mir. Ihr seid es, der vom Himmel gefallen ist? Lol. Ich glaube nicht, dass ihr die Wurzel des Übels ich bin. Nicht skip. Ich mach nichts. Erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Kane bringen. Er wird helfen. Wow. Jetzt also er ist vom Himmel gefallen. Ja. Krass, ey. Toll. Hä? Wartet mal kurz noch. Ich müll gerade aus. Du kannst du alles mitnehmen und jetzt verkaufen in der Stadt. Gehen wir in die Stadt. Neu Tristram. Oh, Sequenz. Jo. Hab ich ja mal gespannt. Ich bin weit gereist, um herauszufinden, dass der gefallene Stern nur ein Mann. Mein Gott, wartet eben, wer bin wieder rausgeflogen. Ist er? Warum ist er gekommen? Ist wie hier drin. Er erinnert sich an nichts. Vielleicht weiß Kane, was geht jetzt ab? Was der Fremde uns nicht sagen kann. Hm. Bin ja mal gespannt. Das ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann.